So, da sind wir zurück zu einer weiteren Folge des Witness. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Es geht schon wieder so los. Ich fahre jetzt einfach mal hier irgendwie lang. Auch nicht. Fies, das ist so fies. Die Rätsel werden halt immer schwerer, aber man hat keinen Anhaltspunkt. Voll Kacke ist das. Ich will hier halt auch weiterkommen und so. Aber das geht irgendwie nicht, wenn man hier keine Hinweise hat für Rätsel. Da kommt man nur von der anderen Seite durch. Geil. So, kurzes Mikro gerichtet. Ja, dann suchen wir einfach das nächste Rätsel. Irgendwann muss es doch mal weitergehen hier. Jetzt sind wir wieder im bunten Wald. Ja, das sieht ja alles schön aus hier, aber ich gehe jetzt hier in die Stadt, jetzt reicht's mir. So. Ich hoffe, hier sind die Rätsel ein bisschen einfacher. Was ist denn das? Was bist denn du für einer? Vor allem... Du hast einen echt dicken Zinken, Junge. Du tust den Frauen beim Küssen bestimmt die Ohren ausstechen. Warum ist die Tür hier offen? Gibt es hier irgendwo was zum Rätseln? Scheint mir nicht so. Warum ist die offen? Was ist, wenn ich das jetzt aktiviere? Geht halt auch nicht so. Hä, muss ich hier ein Rätsel nach dem anderen machen? Also gibt es da irgendeine bestimmte Reihenfolge? Da ist was Blaues. Das gibt mir jetzt Hoffnung. Schritt zurück, so. Hä? So, wir gehen jetzt nochmal zum Anfang zurück. Da hinten waren wir. Hier unten ist Wasser. Hier ist eine Ruine. Ich sehe hier aber keine Kabel. Das heißt, hier dürfte es eigentlich nichts geben. Oh lol. Kann ich mit dir irgendwas machen? Nee. Da sind wir gespawnt. Da hinten gibt es ein modernes Haus. Aber... Hä? Irgendwo muss man doch weiterkommen. Beziehungsweise die Rätsel, den Rätseln soweit die Möglichkeit geben, dass sie irgendwie eine Verbindung zeigen. Wenn ich mir die Rätsel hier drin angucke, die sind zum Beispiel alle ausgeschaltet, ne? Das und das ist aus. Das heißt, hier gibt es irgendwo noch ein anderes Rätsel. Aber wo? Das ist es nicht. Das auch nicht. Ach ja. Oh lol, okay.
Okay, dann machen wir das so. Geht nicht. Warum? Kann das sein, dass der Baum da drauf im Weg ist und mich hindert, das zu machen? Ja, der Baum hindert mich daran. Wenn ich jetzt hier rausgehe, verschwindet das halt einfach wieder. Der hindert mich einfach daran. Aber wie mache ich das, dass das nicht funktioniert? So machen, dann sehe ich ja nur das. Das nimmt er aber auch nicht an. Ich muss das da hinten auch erwischen. Ach, das ist echt. Das ist echt ne leicht. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Ja, da komme ich im Garten raus. Was will ich denn im Garten? Hier hinten. Das ist ausgeschaltet. Da geht das Stromkabel lang. Das geht hier rein. Und von dem das geht da, das geht da. Das eine geht da. Bei dem geht zum Beispiel kein Stromkabel weg. Also muss es ja hier draußen irgendwo weitergehen. So, das. Ach, oh, ja, ist gut. Ich hab's selbst mitbekommen. Aber. Hä? Es gibt halt einfach keine Hinweise irgendwie. Ich hoffe, die Tür bleibt auch offen. Ja. Das wäre ja sonst jetzt ein Reinfall gewesen. Aber es gibt hier einfach keine Hinweise, wie ich was zu machen habe. Ich weiß nie, ob das ein Hinweis sein soll. Ich bezweifle es mal. Och Menno, das ist doch. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Jetzt lass mich doch hier runter auf den Weg. Was ist denn das für eine Ruine? Hier ist schon wieder so ein... Also, wenn das jetzt hier nicht klappt... Ey, ganz ehrlich, ich platz hier bald das...
Oh, wo geht's denn hier hin? Okay. Okay, ich weiß nicht, was ich da machen muss mit diesen Punkten. Und ohne dass da unten wären, wohl die anderen hier auch nicht angeschaltet, ne? Da oben ist diese Kanone. Ach, wir sind ja hier wieder bei dem Spitznasenbubi. Ich raff das hier einfach nicht. Was meinen denn die damit? Ja, ich weiß es beim besten Willen nicht, was die damit meinen. Vor allem, ich komme hier nicht mal hoch. Hier ist noch irgendwas. Einfach mal so, nee. Was? Alter, ernsthaft, was ist denn? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin für jeden Tipp, jede Hilfe extremst dankbar. Und ich werde jetzt nochmal den einen Weg hier lang laufen. Gucken, wo wir da hin. Hier ist der Wind wieder. Also das müsste doch jetzt easy peasy sein hier. Ja. Okay, was haben wir jetzt aktiviert? Jetzt dreht sich das Windrad. Läuft. Was ist hier unten? Nee. Auch nicht. Die Schwarzen müssen wir wieder von den Weißen trennen. Also so hier dann. Läuft. Sind wir doch ein bisschen weiter gekommen. Bitte was? Das war auf jeden Fall falsch. Da passiert doch gar nichts. Okay, das haben wir aktiviert. Da ist schon wieder das Teil.
Wir nehmen das da. Falsch. Alles klar. Gut. Wie gesagt, ich bin für jede Hilfe dankbar, die ihr mir in die Kommentare schreibt. Und ich bin gespannt, was ihr mir da so schreibt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.